Es gruset im Gebälk von der FPP. Vor einem Jahr hat der FPP-Präsident Alexander Bettliner das Handtuch geworfen, weil seine Regierungsleute und seine Fraktion nicht auf ihn gehört haben. Neu hat der Elfried Hasler an die Säge müssen. Als Interimspräsident versucht er, den Regierungschef zu stützen und wieder eine Linie in die Partei einzubringen. Aber das will nicht so recht klingen. Denn wer den Sparkurs der Regierung auf allen Ebenen stützt, vertut es sich leicht einmal mit den anderen eigenen Parteigängern. So hat die FPP-Fraktion der Johannes Kaiser im Regenstuhl, wo er sich im September-Landtag bei der Revision des Steuergesetzes für die Senioren eingesetzt hat. Sein Antrag, den Freibetrag für die Rente von der zweiten Säule beizubehalten, hat noch 3 Stimmen bekommen. Aufgrund von dem soll auch der Herbert Riesch als Seniorenvertreter aus dem FPP-Präsidium austreten sein. Heute scheint es bei der FPP auch Schule zu machen, dass der Gesellschaftsminister Pedrazzini von den eigenen Leuten öffentlich zurechtgewiesen wird. So hat er bei seiner KVG-Revision bereits Abstrich machen müssen, weil die FPP ihm den Tarif durchgegeben hat. Der Thierry Garon, das Einfrieren vom Arbeitgeberbeitrag und das Gesundheitskonto hätte vergessen können, bevor die Vernehmlassung umgegangen ist. Und jetzt hat ihm die AGA-Fraktion ohne Ciao beim Sperren auf dem Buckel der Ärmsten beim HPZ gestohlen. Sie hat schon vor dem Landtag nächste Woche die fehlenden 400'000 Franken wieder aufgeschraubt. Und zwischen ihnen meldet sich immer wieder der Frusthaufen unter der Führung von Alexander Bettliner und will halt auch noch mitreden. Oder wie ist der Vorschlag von ihm zu verstehen, dass man auch noch bei der Olma 2019 mitmachen könnte? Je mehr es im Gebälk der FPP grosset, desto stärker versuchen das Präsidium, die Regierung und die Fraktion Einheit nach aussen zu mimen. So hat man gerade lesen können, dass die FPP-Spitze Grundpfeiler der Partei diskutiert hat. Der entsprechende Workshop sei auch in zwischenmenschlicher Hinsicht ein voller Erfolg gewesen. Innerparteilich ist man bei der FPP also schon zufrieden, wenn man miteinander redet. Außerparteilich hat man aber das Gefühl, dass es nach dem monatelangen Grossen bald einmal zum Krachen kommt. Schaut so ein verlässlicher und stabiler Koalitionspartner aus? Kommt halt ganz darauf an, was nach dem Krachen vom FPP-Gebälk noch übrig bleibt.